sie aber nicht bemerkt hat, ist, dass das, was sie eigentlich gesagt hat, im Grunde doch für unsere Seite spricht. Liebe Sarah, zocken geht, wer gewinnen kann. Die Politik geht nach unserem Antrag nur noch, wer ein Gewissen hat, denn gewinnen kann man doch nichts mehr. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass in die Politik Menschen mit einem Gewissen gehen, Menschen mit der einzigen intrinsischen Motivation, ihrem Volk etwas Gutes zu tun und Verantwortung zu übernehmen. Das ist das, was wir glauben, was es passiert. Ich möchte über verschiedene Punkte reden. Einerseits über Anna und ihre Berater, dann über Marcel und sein Multikomplex, dann über Flo und die Wehrmacht, dann über Johannes und die Kämpfe, dann über Nikolas und die Politik und schließlich noch über das eigentliche Interesse der Bürger. Kommen wir zunächst mal zu Anna und ihren Berater. Die ergänzt sich auch sehr schön mit Marcel. Anna hat uns gesagt, im Grunde können wir diese Politiker nicht verantwortlich machen. Damit gibt sie implizit zu, dass es richtig wäre, dass man irgendjemanden verantwortlich macht. Sie sagt, die Politiker können wir aber nicht nehmen, denn die haben Berater und vielleicht werden sie schlecht beraten. Da frage ich Sie, meine Damen und Herren, wir wissen, wir wählen Politiker, wir wählen die Abgeordneten, die für uns stimmen, die für uns als Volk ein Mandat übertragen bekommen, in unserem Namen Verfügungsgewalt zu übertragen. Diese Leute sind in der Verantwortung und sie haben verdammt nochmal die Pflicht, sich anständige Berater zu suchen. Sie dürfen sich nicht zurücklegen und machen, was sie wollen. Die Wahl ergeht zu gewinnen, ist kein Freifahrtschein zu machen, was man will. Es ist ein Mandat des Volkes, Verantwortung für das Volk zu übernehmen. Und deswegen funktioniert es nicht zu sagen, die Berater sind schuld. Als nächstes kommt Marcel mit seinem Multikomplex. Marcel hat gesagt, vielleicht sind es nicht die Berater, aber nach oben, da sehen wir ja, im Grunde gibt es die Kanzlerin und die gibt uns allen vor, was wir machen. Da fragen wir, kann das denn eine Entschuldigung sein? Stimmt einzig die Kanzlerin ab, was dafür eine Entscheidung getroffen wird? Wir sagen nein. Jeder einzelne von diesen Abgeordneten, der in der verdammten Fraktion sitzt, unterstützt sie mit seiner Stimme und sagt damit ausdrücklich, ich stimme dem zu, nach des Mehrverschlagen des Volkes. Und wenn diese Person sagt, ich stimme dazu, in meinem Namen, im Namen des Volkes, das mir die Macht dazu übertragen hat, dann ist diese Person ebenfalls verantwortlich. Und es kann nicht sein, wie Konrad das erklärt hat, dass man Sündenböcke sucht und sagt, wir haben zwar alle zugestimmt, aber wir wussten das nicht, diese Person ist schuld. Warum wussten die das denn nicht? Weil sie sich nicht informiert haben, weil sie sich nicht interessiert haben, weil sie dann gar keine Verantwortung nicht wahrgenommen haben. So. Alle Dokumente durchlesen sollen, damit eine echt geeignete Form der Entscheidung werden soll. Reality-Check, bitte machen. Ja, so, genau das sage ich. Ich will, dass sich die Leute verdammt nochmal informieren. Und es mag gleich eine harte Arbeit sein, aber es sind auch extrem relevante Entscheidungen für dich, für mich, für jeden hier im Raum, die uns hier auch liegen. Und genau deswegen ist es wichtig, dass Leute mit großer Verantwortung diese Verantwortung auch groß wahrnehmen. Aber da kommen wir auch noch zu deinem Punkt. Die Wehrmacht. Er hat uns gesagt, das geht im Grunde nicht. Im Grunde müssten wir dann ja alle hinrichten, so wie wir das mit der Wehrmacht hätten machen müssen. Der Unterschied ist, du hast gesagt, wir hätten schon am Ende nur die Köpfe. Du hast dann implizit gesagt, ja, schuld waren die irgendwie alle. Aber der große Unterschied ist, dieses Bild ist sehr makaber. Die Leute in der Wehrmacht hatten keine Wahl, irgendwas zu machen. Wären die Leute in der Wehrmacht ausschließlich Leute gewesen, die im Reichstag dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt hätten, dann hätte ich gesagt, hätte man sie verantworten müssen, denn dann hätten sie große Schuld auf sich geladen. In diesem Fall hatten sie einfach keine Alternative, weil sie dazu gezwungen wurden. Der Fraktionszwang ist aber keine Ausrede. Ihr Fraktionszwang ist nicht mit dem zu vergleichen, was den Leuten der Wehrmacht geboten hätte, hätten sie da nicht mitgemacht. Der Fraktionszwang hat erst gesagt, vielleicht werde ich wiedergewählt, aber wir wollen, dass die Leute für Inhalte stehen und nicht für irgendeine Fraktion, in der sie dann als anonyme Masse untergehen und ihre Verantwortung delegieren, indem sie einzelne Sündenböcke vorschicken. Das kann nicht das Prinzip sein, nach dem wir hier handeln wollen. Dann kommen wir auch schon zu Johannes und den Ketten. Und da ist eben diese Frage, wer wird bestraft? Johannes hat ja gesagt, da müssen wir im Grunde jeden bestrafen. Aber das wollen wir nicht und das hat Peter auch nicht gesagt. Wir schauen nach. Waren diese Schäden, die hier entstanden sind, einerseits vorhersehbar? Hatte man eine Möglichkeit in Erfahrung zu bringen, dass das eine plausible Variante ist, was passieren wird? Und dann waren sie vermeidbar. Nur weil jemand sagt, okay, wir haben eine Entscheidung getroffen und daraus entstand eine kleine Rezension, dann bestrafen wir ihn nicht, wenn die einzige Alternative eine große Rezension gewesen wäre. Wir bestrafen ihn, wenn die Alternative gewesen wäre, diese Rezension zu verhindern. Und genau das wird dann überprüft werden. Dann kommen wir zu Nikolas und der Politik. Ich nehme aber vorher gerne noch eine Frage ab. Wer von euch möchte? Marcel. Wissen Sie, eine Chance gebe ich Ihnen nochmal einen relevanten Punkt zu erkennen. Sie sagen, die Wahl ist so eine Riesenverantwortung auf den Schultern der Politiker für uns alle. Warum reicht denn die Wahl nicht, um zu überprüfen, ob Sie dieser Verantwortung nachgekommen sind? Nämlich immer noch. Können Sie mir nochmal? Sehr gerne. Wir glauben nämlich, dass diese Wahl natürlich eine Möglichkeit ist, danach nicht wiedergewählt zu werden. Aber was man in der Wahlperiode macht,
das ist eigentlich ein Voraus. Das kann man sozusagen im Nachhinein nicht wirklich bestrafen. Man kann die Person nicht wiedergeben. Was ist für eine Person auch egal, wenn ich stattdessen weiterhin gesagt habe, oh, dieses alte Atomkraftwerk. Das ist natürlich jetzt kritisch, das weiterzulaufen zu lassen, aber die Lobby, die gibt mir Geld dafür und wenn ich dieses Geld nehme und danach eh nicht wiedergewählt werde, dann habe ich ja keinen Schaden, mache ich doch mal. Das kann nicht passieren. Genau da sagen wir, wenn es diese Entscheidung gibt und die sind in diesem Falle vermeidbar, man kann sehen, es gibt ein Gutachten oder ähnliches voraus, es gibt verschiedene Berater, die anderes sagen, dann muss man sich sehr genau informieren. Wenn sich Leute sehr genau informiert haben und ihre Entscheidung begründen können, dann sind sie unschuldig, dann verurteilen wir sie nicht. Aber wenn sie das nicht getan haben, wenn sie sich nicht informiert haben, wenn sie sich einfach nur ausgeruht haben auf ihrem Mandat, dann haben sie die Verantwortung nicht wahrgenommen, als dass sie gesagt haben, ich nehme die Wahl an, haben sie die Verantwortung aber auf sich genommen. Deswegen können sie zur Verantwortung ziehen. Deswegen sollten wir das auch tun. Und dann sind wir hier bei dem letzten Punkt mit Nikolas und der Politik und den Interessen der Bürger. Wir fragen uns, wer geht denn jetzt noch in die Politik? Das Einzige, was da immer steht, ist, dass sie sagen, im Grunde geht dann ja niemand mehr in die Politik. Damit sagen sie auch, im Grunde gehen die Leute nur in die Politik, weil sie ja Geld machen wollen. Das halten wir für keine gute Motivation. Wir sagen, diese Leute sollten in die Politik gehen, weil sie tatsächlich aus sich selbst heraus Verantwortung übernehmen wollen, weil sie glauben, ich möchte meinem Volk etwas Gutes tun, weil sie glauben, es gibt hier Missstände, die muss ich ändern, weil sie überzeugt sind von dem, was sie machen. Und diese Leute geben sich Mühe. Diese Leute sagen dann auch tatsächlich, ich überprüfe diese Sache, weil ich glaube, dass es meine Verantwortung ist. Da geht man nicht mehr hin zum Zocken, denn man kann nichts mehr gewinnen. Man geht dahin, weil man es für seine Pflicht hält, weil man glaubt, ich als Bürger dieses Staates möchte dem Staat was zurückgeben. Und aus dieser Motivation wird man als Einziges noch hingehen. Und wir glauben, diese Leute sind im Zweifelsfall auch die Politiker, die wir haben wollen. Sie sind halt gefragt, was wollen denn da für Menschen? Sind das nur Menschen? Wir sagen, wir wollen die Besten. Wir wollen die besten Menschen als Politiker, weil das diejenigen sind, die die Entscheidung für alle anderen Menschen treffen. Und genau deswegen, weil diese Entscheidungen uns alle angehen, müssen wir dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist für das, was in seiner Macht steht. Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Und deswegen wir